So, hallo, herzlich, Harz, Vierlich, willkommen zurück zu einer neuen Episode Guts and Glory. Ich könnte jetzt nochmal neu aufnehmen, aber warum? Freunde, das nennt man Autismus, Authentität. Und zwar, habe ich keine Lust, immer alles wieder rauszuschneiden. Was heißt rausschneiden? Ich hätte auf Stopp und wieder auf Start drücken und nochmal neu anfangen können. Aber warum? Dann wären wir nicht bei Kreisverkehr, Freunde. So, Guts and Glory, boom! Der Mondschuss, aber diesmal haben wir den untergegangenen Mondschuss gemacht, Freunde. So, wir spielen ganz sexy und hexy heute. Ach, wisst ihr, wenn man so wenig Spiele spielen kann, wie ich im Moment, ja, dann freut man sich jeden Tag wie ein Honigkuchenpferd auf auch die kleinsten Dinge. Das muss man natürlich zugeben. Das ist so, heute machen wir den Kreis Fly to the Stars. Ist das die abgedatete Version? Nein, das ist das Update. Okay. Kreis by Night, Up to the Sky, created by Duck. 7 Jahre. Duck, Le Duc, Le Duc, ich weiß nicht. Die Rundfahrt, habe ich die gar nicht beendet? Nee, habe ich nicht. Okay. Dann habe ich noch so zwei Random-Typen-Maps aus dem Internet von irgendwelchen nicht so coolen Map-Erstellern wie die Zuschauer, die die meinen sind und Maps erstellen, runtergeladen. So, ich muss ein Ohr wieder freimachen. Ich muss ein Ohr freimachen. Ich lebe gerade in so einer angespannten Phase. Ja? Jeden Augenblick, theoretisch, könnte jeden Augenblick der Computer kommen. Da der Computer nicht von mir kommt persönlich, sondern von einem sehr großherzigen Mann mit einer sehr großherzigen Familie. Ja, vielen Dank hier auch nochmal an den Stadtindianer zwischendurch, ne? Wir können immer ein bisschen Liebe für den Stadtindianer in dem Chat. Dem geht's im Moment leider wieder nicht so gut. Trotz alledem ist er ein sehr, sehr guter Mann mit einer sehr, sehr guten Familie im Hintergrund. Und ja, wir nehmen Familie Young, oder? Familie Young, sonst schaffen wir das erste Hindernis nicht. Jedenfalls weiß ich nicht genau, wann der kommt. Ich habe da keine genauen Detailangaben. Und deswegen, ja, ihr kennt das, ne? Wenn man auf irgendwie auf ein Paket wartet, da sitzt man natürlich auf super heißen Kohlen immer. Und ich höre draußen den, wir haben hier so einen kleinen Schotterweg quasi, ja, wo die Postautos immer drüber fahren, wenn die dann hier hinkommen. Und dann hört man die immer schon relativ früh. Und sobald da irgendwie ein Stein umfällt, bin ich natürlich jedes Mal, ja, genau so. Genau das passiert dann immer. Schon häng ich schlapp im Auto. Verschnupft bin ich auch noch ein bisschen. Alter, Leute, es wird einfach nicht besser, ne? Also. Alter! Meine ganze Familie ist geplatzt. Was soll denn das? Was ist das für ein riesiger Ball? Ach du meine Güte. Okay, also das Hindernis war irgendwie schon immer das Schwerste, oder? Ich weiß nicht, was da noch kommt, aber wir wollen zu den Sternen. Priscilla, flieg mit mir zu die Sterne! Oh, 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 Priscilla! Priscilla, festhalten, Vorsicht! Oh, ist da gerade Kot geflogen? Oh, ich kann mich nicht festhalten. Oh Gott, alle hängen da irgendwie wie ein Schluck Sahne in der Kurve. Okay, okay. Wir müssen die richtige Sprunggeschwindigkeit nur rausfinden. Das ist wichtig. Wir dürfen nicht zu schnell sein. So, das könnte doch was werden hier. 50 km/h. Nee, das ist zu wenig. So haben wir es nicht geschafft. Wir müssen nur durch diesen Tunnel kommen. Dahinter ist der Checkpoint, dann wird alles gut. So, ein bisschen hier turbomäßig unterwegs. Ah, das war aber zu weit. Oh Gott! Boah, überleg mal, unangeschnallt in einem Cabrio mit der Fahrertür in einen Baum zu knallen. Alter, das ist der Mega-Damage, sag ich euch. Das ist, viele unterschätzen das, ne? Ein Kumpel von mir, der ist Firefighter. Und ich wette, der ein oder andere, der sich das hier anguckt, hat auch schon mal irgendwie in der Feuerwehr irgendwie Aktivitäten gehabt. Oh, mein riesiger Sombrero! Ein riesiger Familiensombrero, den hat meine Großmutter mir vererbt. Naja, jedenfalls, unterschätzen das sehr viele, wie krass so ein Schaden schon ist, wenn du nur mit 30 gegen einen Baum zum Beispiel knallst. Und auch so mega dünne Bäume, die haben einfach so krasse Wurzeln, was das einfach für ein mega Hindernis ist, ne? Das ist wie eine Mauer, das Ding bewegt sich kein Millimeter, ey. Das unterschätzen sehr, sehr viele. Deswegen stehen auch sehr, sehr viele Kreuze am Wegesrand in irgendwelchen Alleen und so. Dramatisch, traurig. Das sind oft sehr junge Leute. Aber das ist leider nun mal, ne, Selbstüberschätzung ist eine Krankheit, die viele, viele Menschen heimsucht. Deswegen sollte man das niemals tun. Niemals. Man sollte auch keine Angst im Leben haben. Zu viel Angst ist auch nicht gut, ne? Dann verliert man irgendwie den Kontakt zur Außenwelt. Aber wie gesagt, man sollte sich halt nie überschätzen. Ja, dann lieber vorsichtig rantasten. Es ist wie wenn junge Menschen sagen, oh, ich
Ich habe ja letzte Woche ein Bier getrunken. Komm, dann saufe ich diese Woche mal eine Flasche Tequila mit meinen Freunden. Ja, und dann liegen sie mit ausgepumptem Magen im Krankenhaus. Alles ist dramatisch. Keiner weiß mehr, wie der Abend überhaupt gelaufen ist. Ja. Deswegen immer langsam rantasten. Immer ganz langsam rantasten. Ich habe mich in meinem Leben auch oft abgeschossen. Aber so richtige Aussetzer, so richtige Alkoholaussetzer hatte ich... Ja, das kannst du an weniger als einer Hand abzählen, ne? Ich meine, wer zählt mit weniger als einer Hand? So richtige Aussetzer, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann, dass ich irgendwie aufgewacht bin und es mir super schlecht ging, wenn ich mich gefragt habe, wie ich nach Hause komme, hatte ich, glaube ich, zweimal. Dass meine Kumpels mich irgendwie nach Hause schleppen mussten und ich dann irgendwie aufgewacht bin mit einem Eimer in der Hand und gedacht habe, was passiert? Wie komme ich hierher? Und da bin ich sehr froh. Da bin ich sehr stolz drauf. Weil mir jetzt im Nachhinein, ja, im Alter von fast Mitte 30, kann man ja schon sagen, aufgefallen ist, dass es auch absolut nicht wichtig war. Und ich habe dadurch weder Status gewonnen noch Status verloren. Eigentlich eher nur Status gewonnen. Komm schon, rein da jetzt. Oh Gott, wieso habe ich den Sombrero auf? Ey, ich sehe nichts mehr, wenn ich da durchfahre. Dann lieber sagen, ach nee, guck mal jetzt, ich habe zwei Bier getrunken, ja, ich vertrag halt nicht viel, ist mir egal. Besauft euch ruhig und dann leicht angeschwipst da sitzen und über die Vollidioten lachen, die sich zum Affen machen, weil sie sich bis zur Kante besoffen haben. Glaub mir, das ist ein viel erhabeneres Gefühl, als morgens aufzustehen und sich zu denken, wieso habe ich das getan? Nur damit irgendwelche Leute um mich herum sitzen und abjubeln, weil ich irgendwas in mich hineinschütte. Nee, danke. Habe ich nie gebraucht. Ich hatte andere Mittel und Wege, um mir körperliche und geistige Freuden zu bereiten. Ah, okay, das ist dieser Part wieder. Wenn wir den schaffen, dann haben wir alles geschafft. Oh Gott, meine Riesenköpfe sind explodiert. Der Kreis und seine Weisheiten. Das Ding ist halt, ich habe im Moment ja auch kein anderes Spiel, in dem ich irgendwas erzählen könnte, ne? Und irgendwie bei Guts and Glory komme ich dann immer auf irgendwelche Themen und die kann ich hier dann natürlich gut ausschmücken, ne? So, ich glaube, die Frau wurde enthauptet. Ne, das Kind. Naja. Alter, das gibt's doch nicht! Geupdatet, weißt du so? Ich habe die Bomben so eingestellt, dass sie dich direkt treffen, oder wie? Na, duck. Feine Herr. So aber nicht. Wie bin ich denn das letzte Mal durchgekommen? Eigentlich auch nur mit Glück, oder? Mit 1000 Versuche und dann irgendwann go. Ach, lass dich doch nicht da absägen von dem Ding. Jetzt war ich so abgelenkt von der Bombe. Oh Gott, ey, hilf und bitte lass die Ruckler bald aufhören. Das ist einfach nicht schön, Leute. Es ist einfach nicht so schön, wie manche das denken. Hä? Hab ich jetzt noch einen Kopf verloren? Wie ist denn das passiert? Und die Frau sitzt ja noch im Auto. Steig aus, Frau! Oh, da ist ein blinder Passagier eingestiegen. Ach, meine Güte. Oh Gott, guck, da fliegt der qualmende und blutende Kadaver quer über den Hügel und bildet eine schützende Hülle um die kleine Priscilla! So, Freunde, jetzt geht's aber los. Priscilla! Was war das? Was war das? Und wo will das Auto hin? Frau, warte nämlich mit! Ich glaube, gleich wird es draußen das Mega-Gewitter geben, ey. Es wird gerade so stockdunkel. Oh, jetzt sag mir nicht, dass dieser blöde Hut dafür sorgt, dass ich ständig umfall. Kann ich den Hut abwerfen? Ich will das nicht nochmal fahren. Oh, da war es wieder. Da war es wieder. Der glückliche Augenblick. Oh, okay. Okay, hier wird ein bisschen mit Kot geworfen. Das kann ich aber noch verkraften. Da kommt wieder dieses Ding, schnell in die Ecke fahren. Checkpoint gesichert. Wunderbar. Ah, komm, steig ein. Hallo. Zack, hat er sich daneben gesetzt, der Lümmel. Okay, ich erinnere mich. Ich glaube, hier ging es letztes Mal auch dann los. Ne? Hier ging das ganze Chaos los. Ich glaube, die Kaka-Kanonen wurden ein bisschen stärker eingestellt, auf mehr Kot. Okay. Hier muss man einfach Glück haben. Bremsen. Ich glaube, Bremsen war der Schlüssel zum Sieg. Unter den Baseballschlägern hindurch. Jawoll. Guck mal, da ist er wieder. Da ist er wieder am Start. Okay. Jetzt fahren wir hier hoch. Da wurde irgendwas geändert.
Okay, okay. Über die Kante hinweg. Ja, ja. Da, ich glaube. Ey, wurden mir jetzt die Beine abgesägt? Ich kann. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Harte Ruckler. Harte Ruckler, was ist das hier? Was Kanonen? Säge, Blattkanonen, überall Kanonen. Oh nein, klebende Beeren. Klebende Beeren sind immer ein schlechtes Omen. Oh, oh, ein Windrad. Noch nie ein Windrad gesehen in diesem Spiel. So, weiter geht's. Alter, wie cool. Das ist aber eine coole Strecke, Leute. Kann man doch sagen, was man will. Priscilla, wir haben Code in unseren Frühlingslollen. Du musst aufpassen, der Kunde will keine Code in die Lollen. Guck mal, die Musik jetzt. Klingt ein bisschen, als kommt gleich. Dong, dong. Oh yeah. Dong, dong. Oder? Es klingt wie der Anfang von dem Lied. Dong, dong. Ihr kennt es. Und. Yes. Fly to the moon. Oh nein. Wir wollen doch zu den Sternen fliegen. Wir wollen zu den Sternen fliegen. Ja, 4000. Oh Gott, der Mond. Es ruckelt so hart und so heftig. 1000 km/h. Oh nein. Oh, unser Auto ist Hochgeschwindigkeitsflug nicht gewohnt und deswegen explodiert. Ey, das ist ein cooles Lied, was da gerade läuft irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag den Rhythm. Okay, irgendwie zündet er nicht. Warum zündet er gar nicht? Er wird nicht schneller. Das stimmt mit ihm nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Naja, okay, wenn wir halt die Rampe bis zum Mond nur so hochfahren, dann geht das auch, ne? Hauptsache Ziel, Leute, Hauptsache Ziel. Jetzt aber, komm. Jetzt. Turbo. Die letzte... Der gibt kein Gas. Was ist mit ihm? Das Auto stimmt was nicht. Okay, wir werden ja auch irgendwie immer langsamer. Wir werden immer langsamer. Okay. Ich lass mich nicht aufhalten. Priscilla ist cool. Sie hat die Frühlingsläuen. Sie klingelt an der Tür. Sie kriegt kein Trinkgeld und sprengt sie in die Luft. Okay. Was? Ah. Manchmal habe ich das Gefühl, es will gerade jemand an die Tür klopfen oder klingeln und hört dann, was ich hier drin so rede und denkt sich dann, okay, okay. Also die Zeugen Jehovas, nee, wir bekehren lieber die Nachbarn. Den haben wir verloren. Dem hat keiner mehr eine Chance. Ich komme jetzt gleich da oben an und es geht gar nichts. Ich hätte längst nochmal neu starten müssen. Ich glaube nicht, dass 104 km/h reichen. Oder? Doch. Es reicht, Freunde. Da sind wir. Der Flug zu den Sternen war erfolgreich. Juhu. Auch wenn er nicht super schnell war. Aber wir sind da. Juhu. Voll geil. Nice, nice. Sehr, sehr schöne Strecke. Sehr, sehr schöne Strecke. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr das dann auch wirklich ändert, so, ne? Dass ihr das wirklich macht. Das ist einfach, dass ihr die schon erstellt. Das ist schon, das ist mir schon eine Herzensangelegenheit, da vielen, 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 vielen Dank für zu sagen. Ne? Aber dass ihr dann noch so krass seid, ne? Und dann, klar, ich würde auch gucken dann, ob jemand meine Map spielt dann, ne? Wenn ich sie schon gemacht habe, so, dann würde ich natürlich auch gerne sehen, ob er sich freut oder nicht freut, ne? Aber das ist schon geil. Das ist schon geil. So, dann machen wir jetzt noch Try to Bid It, oder? Good luck and have fun. Die ist von irgendeinem Random aus dem Random-Netz. Deswegen weiß ich nicht, ob sie gut ist oder nicht. Und wenn da steht Good luck and have fun, ne? Ach komm, wir nehmen Jack and Jill. Jack and Jill? Hä? Ach so. Okay, Jill. Ich bin jetzt beim Militär. Ich habe jetzt eine ganz fette Kanone. Meine Mama hat gesagt, das ist keine Kanone, das ist nur eine Spaghetti, aber... Hä? Wo muss ich denn hin? Da runter? Hä? Hä? Was? Warum sind da Loopings und Parkhäuser und Sachen und...
Ich verstehe das nicht. Okay, Jill, komm, wir fahren den Hügel runter. Juhu! Juhu! Oh, Jill! Jill! Oh. Oh. Jill hat es irgendwie zerlegt. Oh, boah, Alter, ich bin super schnell, ich bin super schnell. Aber ich lebe noch. Oh Gott, der Bär, der klebt in meinen Felgen. In meinen Speichen. Haha, try to beat it. Voll easy, papisi. Oh, oh, ich bin ein bisschen schnell. Alter, 73 auf dem Fahrrad ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit, ne? Da muss man erstmal hinkriegen. Also, ich bin mit dem Fahrrad noch nie 73 gefahren. So. Oh. Hey, Rang Nummer 1. Alle werden sehen, hier, meine goldenen Nuggetklöten im Beutel, Freunde. Cool, ja, wir haben ja eigentlich noch ein bisschen Zeit, ne? Schauen wir mal hier, was hier so noch, was ich noch nicht gemacht habe. Rojo y Swatche Uroyonia. Gomek. Penyopish. Jetzt Profil? Ich weiß nicht. Da steht Filou. Heißt das nicht Gauner auf Französisch? Ey, was ist das für ein schmatzendes Schmatzgeräusch gerade gewesen? Klingt, als würde Dr. Geldahnung sein Zimmer saugen. Ah, da bin ich wieder gespannt auf den Kommentar. Schreibt wieder irgendwer bei WhatsApp. So, nun dann, kleiner Alois, wink den Leuten, zeig den Freunden der Natur. Alter, was ist das? Was sind das für Stalagniten? Riesige Stalagniten. 1000 Jahre alte Stalagniten. Okay, ich muss hier nur durch. Die Welt hat sich umgekehrt. Sieht ein bisschen aus wie bei Dings. Wisst ihr, was ich meine? Hier dieser Film, wo die Wände umklappen, wo alle im Traum sind und so. In Inception? Hieß der Inception? Ihr wisst schon, mit Leonardo DiCaprio und so. Der spielt doch überall mit, oder nicht? Oder? Und dann klappen so die Wände hoch und so. Und Traumphase 3 wird erreicht. Ja, das war ja jetzt super. Tja, Freunde, wie ihr seht, bin ich der ultimative Kartenbesieger. Keine Karte ist zu schwer. Obwohl Ben so unbedingt will, dass ich seine Karte nochmal spiele. Aber das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lang, weil die war ja schon, die war auf jeden Fall super geil. Super geile Karte, die war super lang. Also jetzt nicht die, die ich jetzt hier gespielt habe, die ist irgendwie ein bisschen, naja, habt ihr selbst gesehen, ne? Naja, Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es kommt bald wieder mehr Content. Ja, es tut mir leid, dass im Moment wirklich nur dieses Spiel kommt. Aber ich habe auch nichts anderes, was ich aufnehmen will. Stream ist immer so eine Sache. Da muss ich immer auf die Launen der Natur ein bisschen gucken, ob das funktioniert oder nicht. Da müssen wir schauen, ne? Vielleicht spiele ich heute Abend noch ein bisschen Zombie Night Terror oder so. Mal gucken. Ja, ob wir da ein bisschen weiterkommen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber ansonsten, Freunde, bis zum nächsten Mal, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid natürlich beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.